eventuell vorher planieren. Mannschaftsspiel. Aber ich vermute mal, die Steigung, die wird da zu groß, wo da schon rechts dieser steile Auffahrt der Straße ist, weißt du? Denke ich auch. Aber ich kann die Straße hier nirgendwo abtrennen, dass ich sagen kann, nur bis dahin. Weil sonst müsste ich die ganze Straße hier abreißen mit den ganzen Häusern. Dann geht mir ja das ganze Gewerbe der Industrie verloren. Alles abreißen ist nicht. Ja, aber es geht nicht anders. Da kommt immer Steigung zu groß, aus welchem Grund auch immer. Ich weiß zwar nicht. Einfach zwei Häuser abreißen und dann. Ach, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, welche Steigung ihm hier zu groß ist. Welche? Das ist sehr wahrscheinlich der Straßenabschnitt da unten, der schon irgendwie so wie eine Rampe ist und steil nach oben. Machen wir den halt Hat mal weg. Der alles so eine. Ja, das lag echt an dem. Diese Gesamtbeeinflussung immer. War in Trainfever ja noch extrem. Und irgendwo muss ja auch sowas sein. In der Realität kann man ja auch nicht immer einfach so bauen, ne? Das muss auch irgendwo realistisch bleiben. So, wenn du jetzt mir wiederbringst. Ah, Gott sei Dank geht's jetzt. Ja, du kannst das sehen. Oh, Gott sei Dank. So, dann würde ich ja mal sagen, wir liefern hier. Wir liefern hier das von da hinten an. Müssten wir aber. Hier vergrößern. Und wir müssten hier eine Straße bauen. Bau nicht möglich. Gehen wir mal. Halt, Moment. Nein, so nicht. So. Einflussbereich hat es jetzt. Gefällt mir schon besser. Aber hier wird ganz sicherlich keine LKW-Station mehr hinpassen. Packen. Bei der Terre-Angleichung. Alter! Hä? Wahrscheinlich auf seiner Bodenverwerfungslinie. Da muss eine Höhenlinie sein. War das schon immer schwierig, sowas zu bauen? Warte, kam da gerade Kollision bei der Terre-Angleichung? Ja, es geht. Zwei Gebäude werden entfernt. Warum denn zwei? Da ging's doch gerade. Es ging doch gerade. Ja, bauen. Danke. Ja, es wird ja sehr wahrscheinlich durch die Modder bald dann nur so ein halber Frachtverlade-LKW-Platz kommen. Das sind die immer so groß sein müssen. Die Trainfever ja auch. Alle. Hoffentlich. Machen wir so. Haben wir hier die Industrie versorgt und dann müssen wir noch das Gewerbe versorgen. Das machen wir hier.
Ach ne, da reicht ja wieder so eine normale Haltestelle jetzt zum Abladen. So, jetzt machen wir mal neue Linien. Mal die zwei innerorts. Dann hier. So, Gewerbe braucht Werkzeuge. Werkzeug Dornburg. Maschinen. Kann mal jemand gucken auf Twitch, ob wir die einzigsten sind, die Transportfieber gerade streamen? Würde mich mal interessieren. Also ich habe noch nie nachgeguckt und ich weiß Einfach auf den Spielnamen klicken. Durchsuchen. Also. Vielleicht doch so ein. Das geht. Echt? Okay. Er nimmt den da oben noch an. Was? Da unten bauen wir einen Platz. Also zur Zeit scheint Maya TV noch live zu sein. Ja. Ja. Wie viel hat der? 18 hat er gerade. Du hast 5. Ja gut. Kennen wir nicht, den lieben Dude. So, und dann in anderen Sprachen. Da sind 80 Zuschauer. Ja, und dann hat er sich gestern Irgendwo besch in und dann hatte, Englisch. weißt, dann hatte der sich gestern beschwert, dass keine Amis das Spiel streamen. Ja, vielleicht lag das daran, weil bei Ihnen morgens 7 Uhr oder so war oder 6. Nee, bei ihm war ja, wenn es bei uns 20 Uhr ist. Ja. Auf YouTube sind wir die Einzigsten. Ah, interessant. Oh, da ist ein Ami mit so einem ganz Wie, langen Bart, so wie. wie zieht sie doch. Ich mache zwar YouTube auf, ich mache zwar Videos auf YouTube, aber wie, also Knochenschäler, also nicht persönlich nehmen, aber ich kenne dich ja nicht. Ich bekomme ja, bist du Abo oder wie hast du die Nachricht bekommen, dass wir streamen? Transportfieber, hast du einfach, kann man einfach Transportfieber eingeben oder wie funktioniert das auf YouTube? Meintest du jetzt Dejo oder mich? Nee, ich meinte den Knochenschäler. Der auf YouTube? Muss ich mal kurz überlegen.
Müssen mit dem Kunststoff müssen wir da nach hinten, da müssen wir den Bahnhof hier auch umbauen. Leider. Springen die Güter eigentlich von Bahnhof zu Bahnhof? Ah, okay, alles Meinst klar. du, das springen die Güter von Bahnhof zu Ja, Bahnhof? guckst du dir mal an, was ich machen möchte. Weil ich möchte den Bahnhof nicht umbauen, sondern ich habe ja da schon einen Kopfbahnhof gesetzt, wenn ich jetzt einfach sozusagen auf der Kopfseite nochmal einen Kopfbahnhof hinsetze. Ja, wäre doch mal interessant auszuprobieren. 76 Millionen, die ist doch kaum pleite gehen, ne? Glaube auch. Wo muss denn das Kunststoff hin? Das muss hier hin. Eigentlich wollte ich ja was anderes machen, aber so langsam werde ich hier immer mehr Wirst du immer gebannt. mehr? Was wirst du? Immer mehr? Ja, mir fällt das richtige Wort jetzt nicht ein. Okay. Gebannt von dieser Sache hier. Ah, okay. So. Das würde mich ja jetzt echt mal interessieren. Aber du hast recht, es ist ein Grund, das mal auszuprobieren. Wenn ich hier bloß noch einen gescheiten Schienenverlauf hinbekomme, mal gucken. Irgendwie dann hier runter gehen. Das Wort Train Fever hier nochmal ansprechen darf. Ja, ich weiß noch nicht, ob das noch erlaubt ist. Ja. Ja, klar. Da war das sehr, sehr schwierig, dass da irgendwie die Industrie auf zwei Linien war. Okay. Die hat dann immer meistens die genommen, die aber schneller war. Geht er hier auch noch drüber? Okay. Autosave, nein. Ja, gut. Ein Gebäude wird abgerissen. Steigung zu Ich finde das groß. toll. Auch, dass die Gebäude automatisch dann abgerissen Ja, werden. das ist einer der großen Fortschritte. Müsst ihr eigentlich mit dem LKW-Depot ist. Was? Müsst ihr eigentlich? Mit dem LKW-Depot ist es ja auch so. Ja, hast du recht. Irgendwie hier am Berg entlang wieder runter. Warum geht er denn da nicht lang? Was ich auch komisch finde, guck mal hier, die automatische Erkennung würde das jetzt so machen. Was ich jetzt nicht so ganz verstehe, weil. Was so machen? Ja, siehst du gleich im Stream. Aber ich verstehe das nicht ganz, weil ich bin jetzt eher einer, der baut nicht solche Dämme, sondern ich bin halt eher immer auf dem Boden. Der Tatsachen. Der Regel ist ja immer auf Null-Ebene eingestellt. Ja, eigentlich. Immer alles waagerecht bleiben. Wenn du einmal natürlich vorher da schon mal dran rumgeklickt hast, dann will, dann geht er auch immer in diese eingestellte. Ja, nee, normalerweise, wenn du wieder umstellst, es ist ja einmal manuell und einmal Automatik. Betrieb sozusagen. Gibt es hier auch so zwei Nullhöhen? Das heißt, wenn man dann doppelt auf diesen waagerechten Pfeil dann drauf drückt, dann einmal das Becken ein bisschen höher ist und einmal ein bisschen tiefer das Gleis wird. Ja. Da ist das. Ja, da gibt es noch hier.